bin hier gelandet. Schaut auf jeden Fall nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Geschichten aus der Kluft. Wir befinden uns heute auf einer Insel, genauer gesagt auf dem Inselstaat Ionia. Wie sonst auch, sollten wir zuerst einen Blick auf die geografische Lage werfen. Ionia ist ein Inselstaat im Meer des Behüters, nordöstlich von Venuren. Mit Ionia tut sich uns jetzt ein vollkommen neuer Staat auf. Im Gegensatz zu Noxus und Demacia wollen die Bewohner Ionias vor allem eines: Erleuchtung. Diese versuchen sie auf alle möglichen Wege zu erreichen, was ihnen ab und an gelingt und ab und an nicht. Die Landschaft der Insel ist besonders bemerkenswert. Natürlich, schön, alte Bäume, hohe Berge und ruhige Flüsse. Es ist daher gut zu verstehen, warum gerade auf dieser Insel so viele unterschiedliche Rassen leben und hausen. Na gut, abgesehen davon, es ist friedlich, es gibt kein Militär und jeder möchte mit sich und der Umwelt im Reinen sein. Das sind die perfekten Voraussetzungen für die Regierung von Ionia. Die Insel teilt sich nämlich in Provinzen und diese Provinzen haben jeweils einen Ältesten, der diese Provinz leitet. Einer dieser Ältesten wäre zum Beispiel Kama. Sie verkörpert die ganzen alten Traditionen und Werte Ionias, weiß aber, dass sie mit dem Lauf der Zeit gehen muss und dass es nicht reicht, nur zu beten und sich auf diese alten Traditionen zu verlassen. Sie weiß, dass man auch einfach mal anpacken muss. Damit nicht immer der gleiche Älteste bleibt, gibt es alle 5 Jahre einen Wettbewerb, der eine Art Prüfung für die Kandidaten darstellt, bei dem der neue Älteste ermittelt wird. Auf Ionia gibt es einige wichtige Plätze, über die ihr Bescheid wissen solltet. Da haben wir mal das Placidium. Das liegt im Herzen der Nation auf der Spitze eines Berges. Unter anderem befindet sich dort auch der Sirenegarten. Das ist die Heimat des großen Baumes und der Hauptbereich für viele Veranstaltungen. Das heißt, wenn man in Ionia eine Party feiern will oder ein Festival hat, findet das meistens dort statt. Die ionische Hauptstadt finden wir im südwestlichen Part der Insel. Dort befindet sich auch ein sehr, sehr toller Garten. Wenn ihr nämlich mal Lust habt, eure Seele baumeln zu lassen, eure spirituelle Ader zu entdecken, dann würde ich euch einen Besuch im Lotusgarten empfehlen. Dieser wird vor allem als Raum für Meditationen genutzt. Also ist der perfekte Ort dafür. Wartet mal. Ach, gerade nicht so gut, aber manchmal kann man es sehen, wenn nicht ganz so viele Wolken am Himmel sind. Dort oben schwebt nämlich irgendwo das fliegende Schloss von Syndra. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso habt ihr ein Schloss da oben? Syndra hatte einen kleinen Streit mit ihrem Meister. Dieser hat nämlich ihre Zauberkraft gezügelt, um sie Zurückhaltung zu lehren. Syndra kann nämlich richtig geil zaubern und hat richtig starke Magie. Und das weiß sie auch und diese will sie immer weiterentwickeln. Und deswegen war sie natürlich sauer, als ihr Meister so quasi so ein Siegel auf sie gelegt hat, dass sie die nicht weiter benutzen kann, damit sie sich ein bisschen bewusst wird, okay, Zurückhaltung. Nachdem sie ihrem Meister gedroht hat, drohte der ihr nochmal und sagte ihr: Ich nehme dir deine Zauberkraft gleich ganz weg, wenn du dich nicht einkriegst, junge Dame. Verständlich, dass Syndra da ausgerastet ist, ihren Meister getötet hat, das Siegel gelöst und eine ungeheure Macht erlangt hat. Also wirklich, sie hat sich stärker gefühlt als je zuvor. Und weil sie so viel Macht gerade hatte zu dem Zeitpunkt, hat sie einfach das ganze Kloster genommen, es aus dem Boden gerissen und in den Himmel verfrachtet. Ja, und dort schwebt es jetzt herum. 2 andere wichtige Orte gibt es noch, zum einen den Bad Mountain und Surakas Heimat, bevor sie gefallen war, der Astralheim. Obwohl Ionia nie an den Machtkämpfen Venurans teilgenommen hat, blieb dieser Inselstaat leider nicht davon verschont. Noxus nutzte nämlich diese Schwäche, dass Ionia so friedliebend ist, aus und schaffte es, die südlichsten Regionen zu besetzen. Dieses gelang ihnen vor allem durch die Hilfe von Zorn und Bilgewasser. Anders hätten sie es wahrscheinlich eh nicht geschafft. Viele Jahre waren dann die Regionen Navori, Galrin und Shongsan von der noxischen Armee besetzt. Die waren dann einfach besetzt mehrere Jahre und erst nach einem wirklich großen Protest der Bewohner, etwas an dieser Lage zu ändern, Lysin hat sich zum Beispiel angezündet, um Aufmerksamkeit zu regen, beschlossen die Ältesten der Liga beizutreten. Noxus war zu diesem
Zeitpunkt schon Mitglied der Liga der Legenden und hatte angeboten, ein Rematch in der Kluft der Beschwörer auszutragen. Und dieses Match gab es wirklich. Das war ein Event von Riot, bei dem Ionia gegen Noxus antrat. Das heißt, 5 ionische Champions gegen 5 Champions aus Noxus. Und Riot sagte auch, okay, je nachdem wie dieser Kampf ausgeht, wird es die Geschichte beeinflussen, wie es denn weitergeht. Den Link zum Showmatch findet ihr in der Videobeschreibung, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, ist klasse. Der Kampf endet zugunsten Ionias. Sie bekommen ihre Provinzen zurück und können Noxus vertreiben. Außerdem wurde dadurch ein neuer Gegenstand der Liga der Legenden hinzugefügt. Ihr kennt ihn alle, die ionischen Stiefel der Deutlichkeit. Ja? Die wurden dadurch hinzugefügt, dass Ionia über Noxus gesiegt hat. Außerdem waren damals dann alle ionischen Champions zum halben Preis verfügbar. Ja, das war jetzt so eine Kleinigkeit zu Ionia. Es gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen. Also das ist ein Inselstaat, der so klein ist, aber es gibt so viel dazu zu erzählen. Dazu kommen wir aber noch. Jetzt habt ihr mal so einen kleinen Geschmack bekommen, was ist Ionia überhaupt und wie läuft es dort ab. Und in den nächsten Shows schauen wir uns den Rest an. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Geschichte aus der Kluft. Wir haben uns heute Ionia angesehen und werden dann natürlich weitergehen mit den Stadtstaaten und danach endlich auf die Rassen eingehen. Ja, wie gesagt, es gibt so viel zu erzählen. Ich freue mich schon total, wenn wir dann noch ein bisschen auf die Champions eingehen werden, weil die Geschichte Usuraka zum Beispiel ist total traurig. Also warum die gefallen ist, das ist wirklich eine traurige Geschichte. Genauso die anderen Bewohner Ionias, Shen, Set, Syndra, haben wir heute schon ein bisschen angequatscht. Es gibt wirklich sehr viel zu erzählen und dazu werden wir auch noch kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja jetzt einfach mal einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen, was ich ändern könnte, was ich besser machen könnte oder was ich vielleicht schon gut gemacht habe. Natürlich würde es mich auch total freuen, wenn ihr es teilen würdet, damit alle über die Hintergrundgeschichte von League of Legends Bescheid wissen. Ansonsten sehen wir uns dann alle nächste Woche wieder und bis dahin, ciao, ciao!